Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Wir sind wieder bei Tatort Tischlerstube. Heute ist es ein öffentliches Projekt. Das kann man einfach herzeigen, dass die Geheimstufe ist quasi null, oder Erich? Erich sagt wieder nichts, er hat die Augen verdreht, das könnt ihr aber nicht sehen, weil die Kamera ja in diese Richtung schaut. Wenn die Kamera jetzt sagen, wenn die andere Richtung schauen würde, hättet ihr gesehen, wie die Augen verdreht. Aber das hat jetzt gar nichts zu tun damit. Heute geht es ums Leimen. Das ist eine Leimwalze. Warum heißt das Leimwalze? Ja, weil man Leim hineingibt und unten ist eine Walze. Oder Erich, was sagst du zu diesem Fall? Ja, das ist aber, glaube ich, schon sehr alt, oder? Die ist von 1923. Damals hat es noch gar keinen Weißleim gegeben. Haben Sie mit dieser Walze aber schon Weißleim? Nein, ich weiß nicht, wie alt die ist. So, das schraube ich so zusammen. Mit dieser Einstellung kann man den Leim verteilen. Mit dieser Einstellung rollt die innere Rolle auch mit und transportiert den Leim nach unten. Quasi, da trägt man den Leim auf. Und mit der anderen Einstellung quasi verteilt man ihn dann gleichmäßig. Hier in diesem Fall brauchen wir nicht allzu gleichmäßig verteilen. Hier diese Schrauben zieht man an. Nach dem Walzen quasi immer ins Wasser geben, wenn man länger nichts tut. So. Und dann aber auswaschen, sonst stinkt das Wasser. Jetzt hier hinein die Walze. Ja. Sollte nicht so viel Dreck hineinfallen in den Kübel, weil polieren wäre das blöd. So. Leime für den Keller einen Rahmenstock, das habe ich schon alles zusammengeleimt und jetzt will ich noch den Stock zusammenleimen, also den Rahmenstock mit doppelten Falz und Dichtung. Und ich habe das so gewählt, das mittlere Teil ist ein keilverzinktes und oben und unten leime ich eine Schicht drauf, damit es schön ist, denn dieses Verzinkte gefällt mir nicht. Und beim anderen sieht man sowieso nichts, weil der Falz und die Dichtung ist. Und die rechte Seite muss nach außen schauen, dass wenn sich das Teil dreht, dann schüsselt es so, dass die Luft innen ist und nicht bei den Kanten, dass diese Kanten dicht bleiben. Und damit ich mich beim Leimen auskenne, mache ich mir hier seitlich ein Tischlerdreieck drauf. Jetzt weiß ich ganz genau, so muss das zusammen. Und hier mache ich dasselbe. Also ich drehe das jetzt so um, leime das an, mit der Einstellung Auftrag. Ah, hier liegt viel Dreck vom Hobeln noch. So, sollte man weg. So, jetzt Leimauftrag. Hier auch. Mit dieser Einstellung jetzt verteilen quasi. Da blockiere ich die Walze und sie kann oben von der anderen Walze keinen Leim aufnehmen. Und so kann ich das verteilen. So, wenn ich die eine Seite habe, gehe ich her. Drehe das um, richte mir das genau aus auf mein Tischlerdreieck. So, hier ist ein wenig Leim, den wische ich gleich weg, denn was in die Presse nicht hineinkommt, kann sie nicht schmutzig machen. Dieses Monat wäre es aber egal, wenn die Presse schmutzig wird. Dieses Monat ist der Erich dran zum Säubern. Erich, stimmt das? Der Erich sagt heute gar nichts. Der ist heute total ruhig, vielleicht filmt gar nicht der Erich. Und ihr könnt das ja gar nicht sehen, weil ihr ja die andere Seite von der Kamera nicht sehen könnt, weil ihr die Kamera in dieser Seite filmt. Wenn die Kamera aber in die andere Seite filmen würde, dann würdet ihr den Erich sehen. Ja, ich glaube, die Zuschauer sehen diese ruhige Handführung da von der Kamera, das kann nur ich sein. Glaubst du, dass das so ist? Also jetzt habt ihr gehört, den Erich. Erich, wie geht's dir heute? Danke. Danke, was heißt danke? Es geht mir gut genug. So, jetzt das nächste. Ist das schneller wie mit deiner komischen Spachtel, Erich? Wo du da letztens beim Duell eigentlich, ich will ja darüber gar nicht reden, das war ja peinlich für dich. So, und jetzt, wenn das ist, könnte man das zusammenleimen mit Zwingen, dann sollte man aber oben und unten noch was Stabiles geben, denn durch das Gewicht der Zwingen kann sich das verbiegen, verdehnen und dann hat man später was Rundes. Aber bei diesen dicken ist es eher schwer möglich, aber wenn man zwei dünne Bretter zusammen verleimt
man hat keine Gerade, kann es sein, dass es am Schluss nach dem Leimen aufgrund des Gewichts der Zwingen nicht gerade ist. Aber hier in unserem Fall, wir haben eine Presse. Ohne Strom. Ohne Strom. Der ist derzeit zu teuer. Und das Blöde ist nur, man kann nicht ordentlich zu der Presse zugehen, weil alles vollgeräumt ist hier. Aber wenn jetzt Platz wäre, dann wäre das voll. Dann wäre es wirklich toll, ja. Dann könnte man voll. Und wie lange willst du das drin lassen jetzt? Eigentlich würden 20 Minuten reichen bei diesen Temperaturen jetzt, aber wir eine Stunde. Man muss das in einer Presse schön aufteilen. Na, dann liegt es eine Woche. Nein, schön aufteilen, damit die Stempeln, was unten sind, vielleicht dass du die filmst, die müssen das gleichmäßig drücken. Wenn jetzt nur auf einer Seite wäre, würde man die Platte verziehen. Erik, was sagst du, schaut das so gut aus? Ja, es dürfte schon. So, und jetzt muss man das ausrechnen. Diese Teile sind 9 cm breit, zwei Teile sind 20 cm, eine Länge von 1,50. Jetzt schaut man hier, Länge 1,50, 1,60 ist hier und 20 Breite. Das heißt, mit 80 Bar Druck geben man. Und jetzt pumpe ich hier mal, das geht ohne Strom. Da Erik, wir haben so Angst, dass sie uns den Strom abdrehen, weil wir ja nicht regelmäßig zahlen. Wir verdienen recht wenig, weil wir ja viel filmen. Und jetzt haben wir eine Presse quasi ohne Strom. Und wenn einmal der Strom abgedreht wird, was sicher bald sein wird, dann werden wir verleimen. Wir können uns zwar kein Holz kaufen zum Verleimen, aber wir können Butterbrot haben wir schon verleimt, hält extrem gut. Und Wurstsemmeln zusammenleimen hält sehr gut. So, Erik, hier ist jetzt der Druck. Wenn ich mit dem Hebel unten tue, dann geht nur die Platte zusammen. Und hier oben jetzt, warte, hier, das musst du zeigen. Jetzt im oberen Bereich gebe ich dann, dann kann man richtig Druck geben. Im unteren Bereich fahre ich mit dem Blatt zusammen und im oberen Bereich, so, jetzt habe ich den Druck, den man hier braucht. Jetzt verrutscht doch nichts. Passt. So, das war die Verleimung. Das bleibt jetzt circa 20, 30, 40 Minuten drinnen. Wir haben keinen Stress, es kann eine Stunde drin bleiben. Wir gehen dabei Kaffee trinken und essen. Es bleibt 4 Stunden drinnen. Ich glaube, wir werden es heute gar nicht mehr rausnehmen. Ich glaube, Montag. Ich sage tschüss, ich filme kurz den Erich, dass die auch. Tschüss. Komm. Okay, wir sagen Danke und sagen Danke. Wir sehen uns nächste Woche wieder und sagt es keinem weiter, dass, wenn sie uns den Strom abdrehen, dass wir weiterleimen können. Psst, sonst kommen alle. Tschüss, Papa. Da ist ja Wasser drin.